Hallo zusammen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Bianca. Ich stehe für das Hundetraining der neuen Zeit. Ich bin der Meinung, wir brauchen kein Hundetraining in der Zukunft. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, klicke gerne auf das Video Das Hundetraining der neuen Zeit. Ich verlinke es in der Beschreibung. Oder geh auf biancas-hunderwerk.de. Da kannst du auch mehr über mich erfahren. Ich habe gestern die Online-Kurse hochgeladen zu den Themen Basiswissen zum Einzug eines Welpen und Knete im Kopf und Hummeln im Hintern, Junghunde in der Pubertät. Und dazu möchte ich gerne noch was sagen. Denn gerade bei dem Thema fällt mir immer wieder auf, dass viele Menschen darüber wirklich noch sehr veraltet denken. Oder ich weiß gar nicht, woher dieser Gedanke kommt. Aber in meiner Zeit als Hundetrainerin habe ich so oft gehört, dass Hundehalter den Gedanken hatten, der Hund muss so früh wie möglich erzogen sein und deswegen fange ich am besten auch so früh wie möglich an, damit eben ich dann quasi schon alles in trockenen Tüchern habe, wenn der Hund irgendwie 8 Monate alt ist oder so. Und ich frage mich, wer das in die Welt gesetzt hat, aber meiner Erfahrung nach ist es genau das Gegenteil, beziehungsweise wie bei uns Menschen auch, dass wir einfach wissen, okay, von Kindern und Teenagern können wir einfach nicht das verlangen, was wir von Erwachsenen verlangen können. Und genauso sehe ich das bei Hunden. Also ich weiß nicht, warum viele Menschen denken, dass ja, sie einen Hund bekommen, der leer ist und den man dann befüllt und dann ist irgendwann voll und am besten so früh wie möglich und dann hat man alles hinter sich, weil Welpen und Junghunde funktionieren nie zuverlässig. Also meiner Erfahrung nach nicht, kommt natürlich darauf an, welchen Hund man hat. Aber meiner Erfahrung nach ist das genau die Zeit, wo man nicht erwarten kann, dass alles sofort klappt, dass er die Sachen sofort macht, weil eben diese jungen Hunde so eine schlechte Impulskontrolle, Selbstregulation, Emotionsregulation haben, weil eben alles im Umbau ist und eben der Hund noch gar nicht fertig ist und sich entwickeln muss. Das heißt, diesen Gedanken wollte ich erstmal aus dem Weg schaffen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Und das, was ich noch sagen wollte, ist, dass in der Zeit als Hundetrainerin, als ich noch Welpengruppen gegeben habe, das immer so komisch für mich war, wenn Menschen gesagt haben, also wenn Menschen die Übungen gemacht haben und sich dann quasi bei mir entschuldigt oder gerechtfertigt haben, dass das jetzt alles nicht so gut klappt und dass das ja zu Hause alles viel besser klappen würde, wo ich dann gesagt habe, mir ist das doch komplett egal, ob das hier klappt. Wenn du zu Hause glücklich bist, wunderbar. Eben weil das ja kein Wettbewerb ist. Aber deswegen halte ich ja auch jetzt nichts mehr von Hundeschulen und Hundetraining, weil allein die Motivation, in eine Hundeschule zu gehen, ist ja oft, dass der Mensch es richtig machen will. Und das ist der Kern für mich allen Übels, dass die Menschen Dinge tun, um Wertschätzung von außen zu bekommen, Anerkennung von außen zu bekommen, dass jemand ihnen sagt, ey, du machst das komplett richtig, du bist ein guter Mensch, du bist ein guter Hundehalter. Und genau das fällt vielen Hundehaltern ja dann gerade in der Pubertät auf die Füße, dass sie eben kein Standing haben, dass sie eben nicht wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen, weil sie auf jemanden warten oder auf jemanden schauen, der ihnen sagt, was das ist. Und deswegen, gerade also wenn du in eine Hundeschule gehst, wo du dir vorkommst wie beim Wettbewerb, geh nach Hause. Das braucht kein Mensch. Im Endeffekt will dein Hund von dir, dass du weißt, was du willst und was du nicht willst. Und das ist ja schon der springende Punkt, dass das bei jedem Menschen was anderes ist. Und dass es nicht diese Anleitung gibt. Vielleicht musst du deinem Hund gar keinen Sitz beibringen, weil du das nicht brauchst. Mir ist noch was eingefallen, was ich jetzt dazwischen schiebe. Und zwar ist das nämlich genau dieses, dass meiner Meinung nach Hundehalter anfangen müssen, selbstständig zu denken. Und das ist gar nicht böse gemeint. Aber irgendwie muss man ja einen ersten Schritt anfangen. Und deswegen spreche ich es jetzt einfach mal an, weil wir machen so viele Dinge, ich meine ja auch außerhalb von Hundetraining, wir machen so viele Dinge, weil man die halt so macht, ohne zu hinterfragen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Dazu muss ich aber auch sagen, in meiner Zeit als Hundetrainerin, ich hatte auch viele Menschen, die hinterfragt haben, die gefragt haben, aber wofür soll ich das jetzt machen und so weiter. Und da wusste ich immer, die haben es verstanden. Weil auch bei mir, es geht nicht um mich oder es geht auch nicht darum, dass du das machst, was ich sage, sondern eben, dass du lernst, was will ich, was braucht mein Hund,
was ist mir wichtig, weil am Ende des Tages kann dir das kein Hundetrainer der Welt erzählen, weil der lebt nicht mit dir zusammen, der lebt nicht dein Leben. Und wer ist dieser Mann? Niemand muss machen, was man so macht. Das sind die Gefängnisse, in die wir uns selber einsperren, weil es bequem ist, weil es unsere Komfortzone ist, weil alles andere ja vielleicht ein bisschen gruselig ist, weil wir es nicht kennen, weil wir es dann anders machen müssten. Und ich glaube, es ist aber jetzt an der Zeit, das zu tun, alte Strukturen zu hinterfragen, nicht mehr das zu tun, weil man es liest, hört, sieht, reinzuspüren in das eigene Gefühl, ob das für mich richtig ist oder nicht, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und dann funktionieren Hunde von ganz alleine, weil man einfach ein anderer Mensch geworden ist, wenn man diese Transformation geschafft hat, weil man eben nicht mehr dauernd im Mangel lebt, in allen möglichen Bereichen, weil man eben, ja, das Gefühl bekommen hat im Laufe der Vergangenheit, dass man nicht gut genug ist, dass man Dinge nicht richtig macht, und deswegen haben wir verlernt, auf unser eigenes Gefühl zu hören. Und das wollte ich nur noch sagen. So, wir denken so oft in so Schematas, die uns so gefangen halten und vor allen Dingen fern von dem Hier und Jetzt, was mir auch immer wieder aufgefallen ist, dass wir eine gewisse Vorstellung haben, wie gewisse Dinge sein sollen, und dann aber gar nicht im Hier und Jetzt sind. Und gerade im Welpen- bzw. Junghundealter, wo Hunde sich so schnell entwickeln, sind sie eigentlich jeden Tag anders und brauchen vielleicht am nächsten Tag was anderes als gestern noch. Aber das siehst du nicht, wenn du in diesem, ja, in diesen Programmierungen gefangen bist, weil du glaubst, zum Beispiel nicht richtig zu sein, weil du glaubst, du hast keine Ahnung und der Hundetrainer sagt dir schon, was du tun sollst, dann kannst du gar nicht auf deinen Hund schauen und sehen, was es jetzt ist, was du brauchst, weil du vielleicht dann irgendwas machen wirst, was dir gesagt worden ist, weil du denkst, okay, das ist aber richtig, machst dann immer das Gleiche, obwohl in der Situation vielleicht jetzt was anderes angebracht wäre. Und ja, darauf gehe ich in den Online-Kursen intensiv ein, auf alle möglichen verschiedenen Themen. Und ja, kläre auch über Mythen auf, beantworte so Fragen, die mir halt oft gestellt worden sind. Und ja, ich hoffe, ich kann dir als Welpen- oder Junghundebesitzer damit weiterhelfen. Und was ich sowieso noch sagen wollte, ich habe herausgefunden, wie man eine Kommentarfunktion benutzen kann. Und jetzt ist bei jedem Video bzw. Online-Kurs auf meiner Seite unten eine Möglichkeit für euch, Feedback zu geben. Und danke an alle, die mich unterstützen und bereits Videos und Online-Kurse gekauft haben. Ihr könnt gerne ein Feedback geben. Ich freue mich darüber. Die Möglichkeit besteht nämlich jetzt. Und ja, das wollte ich nur nochmal dazu sagen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann!